Hallo Welt, da sind wir wieder. Und wir verbluten. Oh nein, wir verbluten. Was haben wir denn da in der Hand? Schmeiß den Stein weg. Nimm die andere Hand und werfen, aber weit. Wow, cool. Jetzt hol dir da unten so ein... Genau sowas. Schnell wieder rauf, rauf, rauf. Ich glaube, hier mussten wir rauf, oder? Spring doch, geh doch, kletter da hoch. Ich hab's gehört, ich hab's schon gewusst. Aber hier sind wir erstmal sicher. Lass dich mal nicht beeindrucken. Jetzt hast du die Dinger da verloren, oder? Ach, du bist ein Affe, bist du. Jetzt leg das weg. Leg das doch mal weg. Oh, Mann, 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 Mann. Das gibt doch nie was mit dir. Wie willst du ein Mensch werden später mal? Ist ja unglaublich. Überall Blut von dir hier. So. Jetzt lass eins hier oben liegen, ruhig. Für später. Nein! Nicht doch! Du sollst es nicht essen! Okay. Verändern. Okay, das war nichts. Nimm das in die andere Hand. So lange her, ich weiß das gar nicht mehr so genau, wie das geht jetzt. Und jetzt nimm das in die andere Hand. Okay, jetzt nimm das. Verändern. Okay, fallen lassen. In die andere Hand. Essen gegen die Blutung. Genau, einschmieren meine ich. Mann, 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 ist das ein Akt mit dir hier. Falsche Hand. Moment mal. Ja. Nimm das Ding da. Okay. Lass das Ding da fallen. Den Schleifer. Und die Medizin lässt du auch hier. Kommst du an den Stock da unten? Nichts ohne weiteres, oder? Dann... Inspizier das mal. Okay. Bandagen, hä? Huh? Okay, du bist geschützt. Du bist ein Panzer. Kletter nur darauf. Nein, so nicht. Muss aber viel schneller gehen mit dem Klettern. Leg mal einen Stock da hin. Fallen lassen. Okay, andere Hand. Verändern. Nein, andere Hand. Verändern. So. Nimm den Stein. Nein! Der falsche Stein, oder? So einen Stein kriegen wir gar nicht, womit wir den... Aber wir können auch einen normalen Stein nehmen, oder? Ja, ich glaube, mit einem... Nee, mit einem normalen kriegen wir nur die Äste ab. Spitz kriegen wir den da, glaube ich, nicht. Oh. Dann bedroh ihn. Schaffst du nicht. Die Maus auch noch. Das hat mir gerade noch gefehlt. Leg das... Was hast du jetzt? Den Stein dahingelegt, okay. Was machst du mit dem Stock?
Du brauchst so einen Stein von da unten. Lass den Stock am besten hier. Nimm den. Du hast doch nichts in der Hand, oder? Du hast den schon in der Hand. Okay. Geht doch mit dem Stock. Dauert nur länger. Geschafft. Gut, jetzt zeig ihn, was für einen Spitzenstock du hast, und dann haut er schon ab. Scheuch ihn. Okay, dann drauf. Nimm die Stöcke wieder mit. Die Stöcke wieder mitnehmen. Okay, dann nimm das. Die Stöcke sind kaputt. Blödes Viech. Wie können wir das denn nochmal auseinandernehmen? Da brauchen wir so einen spitzen, scharfen irgendwas Dings, oder? Wenn die Otter kommen. Die Otter machen wir auch platt. Das war aber auch ein bisschen knapp jetzt. Also, oh, wir müssen weg. Wir müssen zurück, wisst ihr? Wir müssen wieder zu unserer Sippe. Nein, so doch nicht. Nicht doch. Wie springst du denn? Darauf. Ich wollte hier so ein kleines Lagerchen anlegen. Bevor so einer dann nochmal kommt. Genau, wir waren noch dabei eigentlich. Das Krokodil wollten wir doch. Da haben wir erstmal genug zu tun hier oben. Ist denn hier kein Basalt oder so in der Nähe? Womit wir irgendwie einen spitzen Stein machen können, damit wir den da ausnehmen können. Ist das Basalt? Nee. Das auch nicht. Oh, das ist aber. Oh, nee, das ist auch nur ein normaler Stein. Basalt? Ja, ich glaube Basalt. Daraus können wir so einen Faustkeil machen. So ein Teil. Gut. Ah ja, hier raus kriegen wir nichts, leider. Sehr. Wir wollen nichts raus, oder? Aus dem. Nee, das ist so riskant jetzt. Das muss ja nicht sein. Wir müssen unseren Kumpel hier mal nach Hause schicken. Es sei denn, er findet noch irgendwas Cooles unterwegs. Genau, der hatte doch den Diamanten. Kann er damit keinen spitzen Stein machen?
Tja, ist ja überall Knurren jetzt. Ah, normale Steine. Es ist nicht das Richtige. Das ist nichts. Komm, lass das liegen. Hättest du die nicht schöner ablenken können? Was ist das? Sind da Speerspitzen da unten? Nee, das sind irgendwelche Pflanzen. Obsidian. Obsidian war nicht das Richtige für uns. Bringt jetzt aber auch nicht so viel Energie hier. Ob wir irgendwann mal den perfekten Ort finden, an dem es alles gibt, der gut geschützt ist, der nicht so laut ist. Oh, ist direkt nach unten gefallen. Schade.
Aha. So einen kleinen Stapel, dann fällt er nicht mehr runter. Okay. Oh, da gibt's aber viele Früchte auf dem Baum hier. Ah ja, wir sind ja schon. Unsere Weg ist ja. Wie heißt sie? Nicht weg. Sie ist irgendwie anders. Sie ist ja schon älter, da kann sie ruhig mal früher schlafen gehen auch. Außerdem kennt sie den Weg, das reicht schon. Ah, jetzt haben wir Durst. Okay. Verscheuche das Biest. Das kannst du gar nicht. Das hatte ich noch gar nicht bemerkt. Das ist nicht schlecht. Wir haben hier total viel Essen auf dem Baum. Guckt euch das an. Wir schlafen quasi im Essen. Na gut, unten ist eine Schlange. Das ist nicht so gut, aber hier oben haben wir ein bisschen Werkzeug. Fehlt nur noch Medizin, oder? Ah, schade. Ach, da. Das ist ein Baum, der ist ein bisschen weiter weg. Ah, leider. Oh, wir sind so am Ende. Ach so, weil wir durstig sind. Müssen wir trinken. Fischgründe haben wir da unten entdeckt und ich dachte, Wunder, was das wäre. Sind die Otter wieder da? Kein Otter da. Trinken und ab nach Hause. Ja, erstmal schlafen. In der nächsten Folge wird es nach Hause gehen. Hey, das hilft ja gar nicht. Doch, ein bisschen. Oh, es dauert ein wenig, aber es hilft. Schaffen wir noch eine Nacht hier im Freien? Da sind viele Otter in der Nähe. Wir werden viele Stöcke brauchen, wenn wir die alle besiegen wollen. Ich weiß gar nicht, ob man Otter überhaupt besiegen soll. Weil es so viele sind. So viele Arme hat man ja gar nicht. Für die spitzen Stöcke.
Ja, wenn es nicht regnet. Wenn es nicht regnet, dann ist es hier eine schöne Stelle eigentlich. Man hat alles. Wasser ist da. Na gut, das Wasser ist wahrscheinlich nicht so angenehm wie anderes Wasser. Ah, die Otter sind wieder da. Okay. Jetzt hast du Hunger, ja? Hier so ein Seil dran bauen. Das ist doch mal ein schöner Baum hier. Wenn wir überall Betten hinbauen, dann haben wir das Problem wie im ersten Lager. Dann können wir nichts anderes mehr lagern. Aber so ein Baum hat viele Äste. Okay. Damit bedanke ich mich jetzt aber für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut, bleibt gesund und munter und bis zum nächsten Mal. Tschüss.